Das sind meine Top 6 Apps. Sie sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt und haben alle keine Werbung. Fangen wir direkt an mit der Ladezeit-App. Man kann da nämlich einen Zielwert festlegen, wie voll man das iPhone laden will, und dann wird berechnet, wie lange das noch dauert. Außerdem wird eine Ladekurve angezeigt, wo man sieht, wie sich das Ladeverhalten entwickelt. Man bekommt außerdem Tipps, was man machen kann, damit man die Lebensdauer von dem Akku verlängert. Die nächste App löst ein altbekanntes Problem. Beim Rüberkopieren von Texten werden nämlich oft die ganzen Schriftarten und Absätze verstellt. Diese App löst das. Man kann einfach einen Klick reinmachen und zack, der Text ist sofort frei von jeglichen Formatierungen und kann problemlos überall eingefügt werden. Die nächste App ist eine KI-Fotoüberarbeitungs-App. Man kann da einfach mit einem Klick ein Foto hochladen und dann werden sofort die ganzen Farben überarbeitet, die Belichtung angepasst, ein Bokeh hinzugefügt und störende Hintergrundobjekte rausretuschiert. Das Besondere ist, dass es so aussieht, als ob es wirklich professionell überarbeitet worden ist, mit zum Beispiel Lightroom oder Photoshop. Dabei kostet das auch etwas, aber deutlich weniger wie Lightroom oder Photoshop, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Und es spart auch noch echt viel Zeit und man sieht nicht, dass es von einer KI überarbeitet worden ist. Die nächste App ist eine Taschenlampen-App und zwar die beste, die es im kompletten App Store gibt. Man kann da nämlich die Helligkeit und auch bei den neuen iPhones die Farbtemperatur einstellen. Man kann auch ein Lichtmuster aufnehmen, das speichern und auch später abspielen. Mit der nächsten App kann man schöne Orte in der Umgebung finden. Wenn man zum Beispiel mal nicht weiß, was man machen soll, kann man die App öffnen und man sieht sofort Vorschläge, wo man hinfahren kann. Das Coole dabei ist, dass die Orte automatisch nach dem besten Wetter sortiert werden. Das heißt, man kann die App einfach öffnen und es wird sofort ein guter Ort angezeigt. Und man sieht bei jedem Ort auch, was man dort machen kann. Man kann sich auch direkt mit Google Maps zu dem Ort hinleiten lassen. Die nächste App ist der beste und genaueste Wetterbericht. Die Wetterdaten sind super genau, es gibt echt viele Informationen und das Design von der App ist auch sehr schön. Es macht wirklich Spaß, die App zu benutzen. Was auch cool ist, man hat den weltweiten Wetterzugriff, das heißt, man ist nicht auf zum Beispiel nur Deutschland oder Österreich beschränkt, sondern man kann wirklich weltweit schauen und auch was gerade auf der anderen Seite von der Welt für ein Wetter ist. Die Links zu den ganzen Apps findest du alle unten in der Videobeschreibung und schreib mir doch gerne einen Kommentar, wenn du auch eine coole App kennst.